was ist das denn? Oh, Bandy, passt auf! Das war wohl nicht so gedacht, nehme ich mal an. Wo sind meine Rennpferde? Die sind da lang galoppiert. Oh nein, sie laufen auf die Rennstrecke zu. Die fange ich doch nie wieder ein. Ich weiß, wie wir sie einfangen können. Wendy, Leo, ihr schließt die Koppeltore. Buggy, du kommst mit mir. Auf geht's, Kumpel. Denen schneiden wir den Weg ab. Hä? Weißt du was, Bob? Jetzt fängst du auch schon an, so einen Quatsch zu reden wie Leo. Entschuldige. Wir treiben sie nur in die Lücke vor den Zaun dort. Aber Bob, wie soll ich denn bloß die Rennpferde einholen? Die sind doch ganz besonders schnell und darum auch besonders schwer einzufangen. Wir werden nicht so schnell sein wie sie. Wir machen es auf unsere Weise. Erinnerst du dich? Sie sind sehr schreckhaft und haben große Angst vor Maschinengeräuschen. Oh ja. Halt an, Buggy, und warte auf mein Signal. Jetzt! Los geht's! Gute Arbeit, Kumpel. Das war super laut und super großartig. Weißt du was, Bob? Ich glaube, das könnte ich noch viel öfter machen. Da kommen sie. Bereit, Leo? Das ist deine Chance, ein richtiger Cowboy zu werden, einer, der Pferde einfängt. Die rasen im schnellsten Gang. Keine Sorge, ich bin mit Pferden groß geworden. Ich sag euch, was zu tun ist. Heppo, fahr deinen Kranarm aus, soweit du kannst. Und auch so schnell du kannst. Wir errichten jetzt ein Hindernis und leiten sie um auf ihre Koppel. Oh Mann. Das geht einfach nicht schnell genug. Das klappt nicht, wir haben nicht genug Zeit. Oh! Wow! Puh. 4, 5... Komm schon, Leo, geh ran. 6, 7, 8, 9, 10, komme! Oh? Wo seid ihr denn alle? Hallo? Leo, wo seid ihr? Wir brauchen die Haken und Metallplatten, und zwar sofort. Entschuldige, Bob. Wir haben kurz angehalten und sind eingeschlafen. Was? Aber keine Sorge, wir sind bald bei euch, sobald ich Buddel aufgeweckt habe. Ihr solltet euch beeilen, weil... Ich hab Bob gefunden! Ich hab mich gar nicht versteckt, Heppo. Oh, das stimmt. Buddel, wach auf! Buddel! Buddel! Tja, das sind 10 Sicherheitshelme übereinander. Tada! So, Leo und Buddel sind auf dem Weg. Und das ist der Grund, weshalb wir immer Sicherheitshelme auf Baustellen tragen. Ich weiß. Soll ich jetzt Heppos Hochhebenlied singen? Tja, ich hebe jeden Morgen und ich hebe jeden Abend und ich hebe jeden Nachmittag. Das verbindet den Morgen so schön mit dem Abend. Genauso funktioniert die Arbeit. Und jetzt alle! Ich schaffe es nicht, ihn aufzuwecken. Wir hätten nicht die ganze Nacht aufbleiben sollen und Das ist es! Weltraumroboter! Achtung, Weltraumroboter Buddel! Bob, der Baumeister, braucht dich! Oh, ich bin wach, Weltraumkapitän Leo! Komm schon, Weltraumroboter! Wir müssen einen Bau retten! Antriebssystem auf Maximum! Hebe Dinge hoch und ich lass sie wieder runter. Ich hebe Dinge hoch und dann lass ich sie runter. 7. Strophe. Jetzt alle! Stopp! Wieso? Weil, seht mal, da kommt Buddel. Ja!
Bob! Hallo, Leute. Es tut mir leid, dass wir so spät hier sind. Tja, jetzt seid ihr ja da. Also, Heppo, lass uns die Gondeln anbringen. Was ist passiert? Wir haben kurz angehalten und dann sind wir eingeschlafen. Wir waren müde, weil wir die ganze Nacht Weltraumroboter im Weltall gespielt haben. Weltraumroboter im Weltall? Ja, es hat ewig bis zur höchsten Stufe gedauert. Wir lieben Weltraumroboter. Aber wir haben nie die höchste Stufe erreicht. Kannst du es uns zeigen, Leo? Ja. Ah, Buddel. Ich brauch dich hier. Du musst deine vordere Schaufel hochheben und sie gegen die Mauer drücken. Geht klar, Bob. Ganz vorsichtig. So ist es gut. Und du, Buggy, fährst jetzt langsam nach vorn. Oh. Ganz ruhig. Komm nach vorn. Schön langsam. Puh, das war ganz schön knapp. Gut, Buggy. Jetzt machst du das Gleiche wie Buddel. Bleib stark, edler Sir Buddel. Du auch, Sir Buggy. Hier kommt die Rettungsmannschaft. Zur Rettung. Wir haben die Stützen, Bob. Gut, sehr schön. Mixi, misch so viel Beton, wie du kannst, bitte. Habe verstanden, Bob. Aufgepasst, Team. Wir müssen die Burgmauer abstützen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Gemacht, Team. Das sollte die Mauer stützen, bis der Beton trocken ist. Oh, gute Arbeit, Bob. Jetzt kann Sir Friedrich wieder durch den Torbogen hinausstürmen. Ich glaube nicht, dass er stürmen will, Herr Brauer. Ich finde, es sieht so aus, als würde er auf etwas zeigen. Ach, du liebe Güte, du hast recht, Wendy. Er zeigt wirklich auf etwas. Aber worauf zeigt er nur? Tja, das können wir ganz leicht herausfinden. Ich benutze meinen Entfernungsmesser. Was sagt man dazu? Genau dort mache ich immer Picknick. Kommen Sie, Herr Brauer. Heute ist vielleicht doch Ihr Glückstag. Oh, da ist auf jeden Fall Metall unter der Oberfläche. Also, Buggy, ganz vorsichtig diesmal. Okay, Bob. Silberne Schild von Bauheim. Wie der glänzt. Ich wusste, dass ich ihn finde. Okay, Heppo. Hoch. Noch ein bisschen. Langsam. Bob? Unter meinen Reifen ist Wasser! Keine Sorge, Heppo. Du und Leo fahrt zurück zur Küste. Aber was ist mit dir und Wendy? Wir bleiben über Nacht hier, wenn es sein muss. So lange, bis der Leuchtturm wieder funktioniert. Alles klar, Bob. Fahr los, Heppo. Beeil dich, Buggy. Die Flut kommt immer näher. Ich bin fast fertig. Das war's. Jaha! Bob und Wendy haben es geschafft. Oh, wie toll! Ich beeile mich hier und dann gehe ich Blitze gucken. Hey, sei vorsichtig, Buggy. Oh, oh. Du hast das Stromkabel beschädigt. Oh, oh nein, das ist eine Katastrophe. Warum war ich nicht vorsichtiger? Was sollen wir jetzt tun? Wendy ist die Einzige, die das reparieren kann und sie sitzt im Leuchtturm fest. Hier ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich gibt's ein Problem an der Küste. Wir sind von der Flut eingeschlossen. Aber ich muss zurück, Bob. Nur so kann ich den Leuchtturm wieder zum Laufen bringen, bevor der Sturm hier ist. Ich
Ich habe eine Idee. Leo? Bob, es gibt ein kleines Problem mit dem Stromkasten hier bei uns. Das dachten wir uns. Wendy kann das reparieren, aber jemand muss uns mit dem Boot abholen. Aber wer würde bei dem Wetter raussegeln? Was ist mit deinem Vater? Er hat ein Motorboot. Ja, gute Idee, Buggy. Papa! Papa! Leo? Kannst du Bob und Wendy abholen? Sie stecken oben im Leuchtturm fest. Das Boot ist noch nicht repariert, Leo. Wir sind gerade erst wieder hier. Hat ewig gedauert, die neuen Teile zu finden. Und jetzt ist der Strom ausgefallen und ich kann nicht vernünftig sehen. Meine Lichter scheinen hell. Und Heppus und Alfreds auch. Wir können sie für dich einschalten. Na super. Lass uns loslegen. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie es geht. Oh, oh. Bob, ich kann da nicht hinsehen. Na, schmeckt der Schnee, Bob? Alles okay? Ja, aber ich mag den Winter wirklich nicht. Wow, Bob ist einfach super Snowboard gefahren. Darf ich die Piste auch mal runterfahren? Ich habe leider nur Schneeketten für Heppo. Ohne die kannst du nicht auf der Piste fahren. Oder du wirst ins Rutschen und Schlittern geraten. Aber Buddel darf es doch auch und er hat keine Schneeketten. Aber seine Laufflächen geben ihm einen besonderen Halt. Tut mir leid, Buggy. Oh, ich wäre sicher auch ein guter Snowboardfahrer. Okay, Heppo, heb den Querbalken zu mir hoch. Ich mach ihn am Stützturm fest. Schalte ihn ein, Leo. Wir sind soweit. Okay, Bob. Der Sessellift ist fertig. Wahnsinn! Wollt ihr Snowboarder eine erste Fahrt wagen? Ja, bitte. Danke, Team Bob. Vielleicht könnte ich die Piste doch mal kurz ausprobieren, wo gerade niemand hinsieht. Wow, was für eine spitzenmäßige Aussicht. Ich kann sogar unser Haus sehen von hier. Hallo, Team Bob. Das macht Spaß. Seht alle her, das ist total abgefahren. Ziemlich gefährlich. Oh, Bagger im Anflug. Stopp, Buggy. Ich kann nicht stoppen. Kein Wunder, du hast ja auch keine Schneeketten. Achtung, alle aus dem Weg. Vorsicht. Alles okay bei euch? Uns geht es gut, Bob. Das ist super cool. Bleibt ganz ruhig. Ich werde jetzt die Notbremse ziehen. Aber Bob, die Notbremse ist ganz da unten bei der Talstation. Dann gibt es nur einen Weg. Aha, da kommt gerade ein Auftrag aus Raventhal rein für einen Fußball. Also, der Ball liegt in Bereich 5, Regal 3, Fach K. Er kommt jetzt auf das Förderband. So, zum Einpacken. Und fährt direkt zum Lieferwagen. Fantastisch!
Also, das ist ja echt beeindruckend. Erstaunlich. Ich kontrolliere alles mit diesem Tablet. Vorausgesetzt, das Spielzeug befindet sich an seinem richtigen Platz in den Regalen, läuft alles wie von selbst. Ich muss zum Mittagessen. Entschuldigt mich, Freunde, ich habe eine Verabredung mit einem leckeren Käsebrot. Also, Buggy, Buddel, euch brauche ich, um die ganzen Verpackungen wegzuräumen. Alles klar, Bob. Heppo, sobald Leo und ich oben sind, reichst du uns dann den nächsten Greifarm rauf? Ja, natürlich, Bob. Guck mal her, Buggy. Ich bin ein Roboter-Greifarm. Naja, gar nicht so schlecht, Buddel. Aber schau mal, das kann ich viel besser. Kannst du nicht. Guck, guck. Jetzt hält es. Noch ein Greifarm, dann sind wir durch. Ich gehe runter und belade eine neue Palette für Heppo. Danke, Leo. Okay, Heppo, entscheide jetzt ein für alle Mal. Wer von uns beiden ist der bessere Robotergreifer? Schwer zu sagen. Was ist denn hier los? Wir wollen die Robotergreifarme sein. Kannst du sie einschalten, damit wir sie noch mal sehen können? Nein, vergiss es. Ich muss Heppo beladen. Leo, kennst du dich echt mit Robotern aus? Na klar tue ich das. Mit den Dingern kann ich locker umgehen. Ha, das will ich sehen. Na gut, ich zeig's euch. Eins, zwei, drei. Seht ihr? Babyleicht. Ich greife mir diese Puppe und setz sie dahin, wo ich will. Wow, Leo, du hast es echt drauf. Ich brauche wohl einen größeren Schraubenschlüssel. Es wird schon bald dunkel. Ich glaube, vorher kriegen wir das nicht mehr hin. Dann arbeiten wir die ganze Nacht. Bitte, Bob, wir machen das wieder gut. Ja, Bob. Buggy hat recht. Wir kriegen das wieder hin, wenn wir zusammenhalten. Yep. So leicht wirst du dich vor dem Rennen nicht drücken können. Also dann, Freunde, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Du schaffst das, Bob. Du gewinnst das Rennen, ich weiß es. Danke, Buggy, aber der maskierte Superfahrer hat sicher mehr geschlafen als ich. Nein, hat er nicht, Bob. Was redest du da, Buddel? Naja, wir wussten nicht, ob wir es dir sagen sollen, aber Leo ist der maskierte Superfahrer. Wie bitte? Also eure Fantasie möchte ich haben. Aber vielleicht habt ihr da gar nicht so unrecht. Wendy, wo bist du? Hallo, Bob. Ich wollte dir nur sagen, dass ich etwas später komme, aber ich bin ganz sicher bis zum Rennen da. Okay, kein Problem. Hey, hat Buggy dir auch erzählt, dass sie Leo für den maskierten Superfahrer halten? Ja, aber lass dich dadurch nicht ablenken. Möge der beste Fahrer gewinnen. Danke, Wendy. Bis gleich. Willkommen zu Bauheims erstem Motocross-Rennen. Jetzt stelle ich euch die Fahrer vor. Erster ist Daniel Nord. Gefolgt von Julia Walter, dann Bob der Baumeister und zuletzt der geheimnisvolle maskierte Superfahrer. Ja, da ist er! Los, Leo! Entschuldigung, wir sind spät dran. Leo? Aber wenn du hier bist, wer ist dann? Viel Glück für alle Teilnehmer. Auf die Plätze und fertig, los! Push on, Bob! Das war ein gelungener Start von Bob. Doch er wird verfolgt von Daniel Nord und Julia Walter, die jetzt auch schon an der ersten Kurve sind. Los, Bob! Los, Bob! Los, Bob! Los, Bob!
und lernt uns alle kennen. Als Team sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Die Türgriffe. Wie bitte? Die Türgriffe. Ich habe die Türgriffe in der Werkstatt vergessen. Ich muss zurück und sie holen. Kein Problem. Du hast genug Zeit. Wir sind fast fertig. Du hast recht. Buddel kann mich hinfahren. Du machst hier weiter. Und wenn du wieder da bist, Bob, sind wir mit allem fertig. Sehr gut. Ich bin bald zurück. Ein echtes Dinosaurier-Skelett. Ich kann's nicht erwarten. Es dauert nur eine Minute. Türknäufe, Türklopfer, Türschilder, Türgriffe. Hä? Was ist da los? Oh, das mag ich nicht. Da wird mir schwindelig. Oscar, hör auf damit! Ich weiß nicht, was du hier machst, Oscar, aber ich habe keine Zeit, dich nach Hause zu bringen. Was willst du jetzt machen? Du kannst ihn nicht mit Kuschel hier lassen. Dann muss er wohl mit uns zum Museum kommen. Dort liefere ich die Türgriffe ab und dann bringe ich ihn nach Hause. Du hast da was übersehen. So, jetzt ist alles fertig. Was ist in der Tüte? Oh, das ist nur mein Wurstbrot. Ich wollte bloß dabei sein, wenn der große Tyrannosaurus Rex hier ankommt. Also esse ich mein Mittagessen einfach hier, während ihr das Skelett abladet. Wenn ihr einen Dinosaurier sehen wollt, ist heute euer Glückstag. Ich habe hier einen ziemlich großen. Wow! Der ist ja wirklich riesig. Sehr beeindruckend und hervorragend erhalten. Also dann bringen wir ihn hinein. Gemacht, Buddel. Das ist der letzte Sack für die Müllkippe. Du kannst losfahren. Ach du liebe Güte. Sieh doch mal. Hä? Die Strandprüferin ist eingetroffen. Jetzt. Hä? Die Prüferin? Alles gut, Buddel. Fahr einfach schnell weg. Okay. Eine Tüte. Die hole ich. Nein, Buddel. Lass liegen. Oh, 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 oh. Oh. So, und hier ist unser ganzer Stolz, der nagelneue... Was rede ich da? Hier geht's lang, natürlich. Nein, nein, nicht zurückgucken. Bloß nicht zurückgucken. Oh nein, oh nein. Nein, nein, keine Panik. Ganz schnell weg mit dem Müll. Nur wie? Ich hab's. Mila, Tim, Anton, schnell, kommt her und helft mir. Was gibt's? Was können wir tun? Und dann weiter Richtung Osten sehen Sie. Oh, halt, wo wollen Sie denn hin? Wir müssen schnell aufräumen. Benutzt eure Eimer und Schaufeln. Okay, Buddel. Alles klar. Genau so. So schnell es geht, bitte.
Es ist zu spät, oder? Das hier wird bestimmt kein Nummer-1-Strand. Halb so schlimm, Buddel. Wir haben uns bemüht. Ich war wieder zu überdreht, hab ich recht? Vielleicht ein kleines bisschen. Aber diesmal hast du es gleich wieder gut gemacht. Es war eine tolle Idee von dir, die Sportis zu bitten, den Müll wegzuräumen. Und außerdem haben wir einen schönen Strand gebaut. Warum genießen wir ihn nicht? Gute Idee. Das sollten wir tun. Wir müssen doch noch nicht nach Hause, Betty. Nein, jetzt gibt es ein riesiges Eis. Das habt ihr euch ehrlich verdient nach der schweren Arbeit am Strand. Eis! Juhu! Los, kommt an Bord in euren eigenen Eiswagen. Klingelingeling, klingelingelang, klingelingelang, klingelingeling. Bröckelnitzin. Ich glaube, die Sandburg muss repariert werden. Findest du nicht auch? Das sieht nach einer Aufgabe für Bob, den Baumeister, aus. Ja, es gibt nichts Höheres als Hochhäuser. Bob sagt, es wird 10-mal höher als ich, wenn ich mich ganz ausstrecke. So hoch komme ich nie. Wow. Also, Team, machen wir uns an die Arbeit und graben das Fundament für das Hochhaus aus. Wir graben jetzt ein ganz tiefes Loch, so tief wie 3 übereinander gestapelte Schulbusse. Und wo stehen denn die Busse? Anstatt richtiger Busse setzen wir mein Lasermessgerät ein. Das zeigt uns die genaue Tiefe an. Seht mal, Buggy ist genau 5,63 Meter von mir entfernt. Toll! Wie weit ist das denn? Das ist genau ein halber Schulbus lang. Und dieser leere Teebecher ist exakt 9 Zentimeter tief. Augenblick, Bürgermeisterin Baugroß ruft an. Da muss ich rangehen. Es macht Spaß, neue Löcher auszugraben. Alles ist neu und frisch und wartet auf Buggy. Und ich kann es kaum abwarten, endlich darin zu buddeln. Keine Maschine hier gräbt schneller und tiefer als ich. Hey, ich wette, ich schaffe die Erde schneller weg, als du graben kannst. Das werden wir ja sehen. Hey, meine Freunde, könnt ihr mich abladen? Na klar! Endlich! Spart euch eure Kräfte auf und wartet auf Bobs Zeichen. Oh! Klar, das können wir natürlich versuchen. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Oh, hallo, Wendy. Ich habe eben zu Bob gesagt, wir können es uns nicht leisten, Zeit zu verlieren. Ich will das Hochhaus so schnell wie möglich sehen, ja? Das geht nicht so schnell bei einem Hochhaus, Frau Baugroß. Wir müssen tief graben, bevor wir nach oben bauen können. Ja, schön. Dann legt los. Worauf wartet ihr? Bis dann. Jetzt hält uns die Bürgermeisterin beim Graben auf. Nur um uns zu sagen, wir sollen schneller graben? Hast du gehört, Buddel? Das war eine klare Ansage von der Bürgermeisterin. Lass uns graben! Lass uns sehen, wer schneller ist. Zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Okay, Team, gute Arbeit. Sehen wir mal nach, ob die Tiefe stimmt. Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde sie wunderschön. Du bist ein Genie, Leo. Und ihr habt mir auch bei der Farbwahl für den Disco-Raum geholfen. Und welche Farbe wird es? Alle Farben. Eine blaue Wand, eine rote Wand, eine grüne und eine gelbe. Wir können alles genauso machen, wie du es dir wünschst. Und ich will noch mehr Fußabdrücke. Überall. Also, das war doch ein super Tag heute, Freunde. Und du hattest echt eine tolle Idee. Danke, Bob. Und ich werde von jetzt an immer eins nach dem anderen machen. Das hört sich sehr vernünftig an, mein Sohn.
Bist du fertig für unsere Probe, Wendy? Ja, natürlich. Aber was unserer Band noch fehlt, ist ein Sänger. Tja, ich kann nicht singen, aber ich kann euch einen Tee kochen, während ihr probt. Klasse. Viel Glück mit deinen Musikmixen, Leo. Danke. Ich wette, du bist aufgeregt wegen morgen, Leo. Ja. Du klingst aber gar nicht aufgeregt. Ich dachte, ich hätte hunderte von Ideen, Buddel. Doch jetzt, wo ich endlich Zeit habe, stelle ich fest, dass ich keine habe. Oh, Leo, ich liebe dieses Lied. Ich auch. Aber ich glaube, ich krieg nicht noch mal etwas hin, was so toll klingt. Oh. Wendy und dein Vater haben echt Talent. Ja, das haben sie. Sie sind wirklich, wirklich, wirklich gut. Oh, danke, Buddel. Du hast mich auf eine tolle Idee gebracht. Schlag ein. Au. Ups. Ich danke euch, dass ihr so fleißig wart und so tolle Ideen hattet. Immer wieder gerne, Fritti. Die Party wird bestimmt ein großer Erfolg. Wenn deine Musikmixe so toll sind wie das neue Fußbodenmuster. Weißt du, Fritti, gestern habe ich gemerkt, dass es besser ist, eine Sache nach der anderen zu machen. Aber als wir hier fertig waren, hatte ich nicht genug Zeit, um die Musik zu planen. Und da hatte ich eine noch viel bessere Idee. Willst du unser Sänger sein, Fritti? Als Leo deinen Gesang mit unserer Musik gemixt hat, haben wir gemerkt, dass du perfekt dafür bist. Was hältst du davon? Lust auf deinen ersten Auftritt? Ey, ich wollte schon immer ein Rockstar sein. Du bist wirklich ein wahres Genie, Leo. Lass mich dich umarmen. Aha. Hep Leo. Mhm. Team Hep Leo. Ich spiele nur schnell zu Ende. Ich glaube, Bob und Wendy wollen, dass wir uns auf die Arbeit konzentrieren. Ich konzentriere mich auf die... Au! Ist alles okay? Ja, ich habe wieder die meisten Punkte. Tja, Pech gehabt, flotter Fred. Guck mal, von hier aus kann man den Sportis beim Training zuschauen. Es sieht so aus, als hätten sie Herrn Brauer dazu gebracht, ein Plakat für sie zu machen. Wow, das kann er wirklich gut. Wer hätte das gedacht? Er ist fast so gut wie ich. Wendy, was tust du da? Das ist die Markierung für die Satellitenschüssel. Wusste ich doch. Okay, der erste Spanngurt sitzt fest. Jetzt fehlt nur noch der zweite. Ich glaube es nicht. Der flotte Fred führt schon wieder. Okay, Team Hep Leo. Wir brauchen jetzt die Schüssel. Leo? Bob ruft uns gerade. Was? Oh, Sekunde. So, schon geschafft. Ha, jetzt bin ich wieder an der Spitze. Hallo, Leo? Ja, Bob. Die Schüssel ist gleich bei euch. Danke, Leo. Heb sie ein bisschen hoch, Heppo. Das ist super. Jetzt fahr deinen Kran aus. Okay. Oh. Noch ein Stück höher. Das fühlt sich komisch an, Leo. Soll ich weitermachen? Ja! Tja, wenn du das sagst, gut. Oh, oh nein! Vorsicht, Leo! Sie rollt weg! Komm zurück, Schüssel! Ach, es geht doch nichts über einen leckeren Fruchtshake von Fritti und einen ruhigen Spaziergang am Fluss. Oh? Vorsicht! Naja, wenigstens habe ich meinen Fruchtshake nicht... Entschuldigung! Verschüttet. Dehnübungen sind ganz wichtig. Damit werden nämlich die Muskeln entspannt. Oh. Ah. Sieht echt super aus, Herr Brauer. Ich wusste nicht, dass Sie so tolle Bilder machen können. Weißt du, ich gebe Unterricht in Abendkursen und... Pass auf! Oh nein! Ah. Nein! Sie rollt auf die Bühne zu. Nein! Was riecht da so? Hoch! Oh, doppelhoch!
ein richtiger Notfall. Seid ihr gleich soweit? Wir wollen doch nicht, dass das köstliche Eis schmilzt. Wir sind gleich soweit, Fritti. Bob, hier ist Buggy mit dem echten Notfall. Was, schon wieder einer? Hast du dich ausgeruht? Nein, hier ist ein Feuer, Bob. Ein Feuer hier im Hof. Pass auf, Buggy. Du brauchst einfach noch Ruhe, sonst wirst du nicht aufhören mit diesen Übertreibungen bei kleinen Problemchen. Aber Bob! Ruh dich aus. Ich schalte jetzt aus. Wah! Ich muss die Werkstatt retten. Aber wie nur? Oh, ich heb die Tonne hoch. Ich bin ja aus Metall. Also, wenn Bob nicht zu dem Feuer kommt, muss ich das Feuer eben zu Bob bringen. Er weiß, wie man es löscht. Oh, wah! Ha, 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 ha. Da sind bestimmt tolle Eissorten drin, hab ich recht, Fritti? Ja, so ist es. Das sind meine eigenen Kreationen. Mögen die Leute lieber Eis mit Pizzageschmack oder mit Thunfisch-Spinat-Geschmack? Das werden wir nie erfahren, Eppo, wenn das Eis nicht bald in die Gefriertruhe kommt. Feuer! Feuer! Bob, aus dem Weg! Feuer! Buggy? Ah, Bob, es brennt! Ah. Okay, ganz ruhig bleiben, Buggy. Schmeiß die Tonne in den Sand. Oh, ich muss sie schnell loswerden. Ah! Ah! Oh nein, was habe ich getan? Bleibt alle zurück. Das ist aber jetzt ein richtiger Notfall. Ich muss das Feuer sofort löschen. Oh je, das Meer ist zu weit weg. Ah, ich hab's. Eine tolle Idee, Buggy. Schnell, Buddel, mach's ihm nach. Schon dabei, Bob. Es war gut, dass du das Feuer mit dem Sand gelöscht hast. Aber fahr nie wieder mit einer brennenden Tonne durch die Gegend, Buggy. Ich weiß, Bob. Aber ich war so müde und durcheinander. Ich hätte dir glauben sollen, als du gesagt hast, es ist ein Notfall. Und ich hätte einfach nicht so viel übertreiben sollen, Bob. Ich werde nie, nie mehr so übertreiben. In meinem ganzen Leben werde ich nicht mehr so übertreiben. Es ist dir alles gut gegangen. Du hast die Werkstatt gerettet und zum Glück ist hier auch nichts passiert. Und was ist mit meinem Eis? In einer halben Stunde ist es geschmolzen. In einer halben Stunde? Das kriegen wir hin. Könnt ihr das schaffen? Jo, wir schaffen das! Und jetzt, Sporties, kommt eine Überraschung für euch. Hä? Oh nein! Zeitungspapier? Das ist wirklich etwas überraschend. Aber wo sind die Metallfiguren? Leo, das ist der Karton aus der Garage, richtig? Nein, das ist der Karton, der vom Büro stand. Vom Büro? Und wo ist der Karton aus der Garage? Da waren die Metallfiguren drin. Oh nein, ich habe die Kartons verwechselt. Die Figuren sind beim Recyclinghof. Oh oh. Heißt das, unsere Uhr wird nicht rechtzeitig fertig? Nein, Sophie, das klappt schon alles. Ich fahre sofort los zum Recyclinghof und suche den Karton. Ich fahre mit. Ich habe die Kartons ja verwechselt. Ab zum Recyclinghof! Juhu! Nein. Nein. Oh. Nein. Nein. Der sieht richtig aus. Oh. Such weiter. Ah, hier ist er. Oh. Oh, den finden wir niemals. Hier sind so viele Kartons. Und alle sehen gleich aus. Die Leute fragen schon, wann die Uhr fertig ist, Bob. Wird sie heute noch fertig? Ich hab's euch versprochen. Die wird noch fertig. Wir haben so langsam doch wirklich alles durchsucht. Meinetwegen werden die Sporties Hochhausen enttäuscht. Ich rufe jetzt lieber Bob an und sag ihm, dass wir nichts finden können. Oh. Oh nein, jetzt ist mein Handy auch noch weg. Ich weiß genau, dass ich es auf den Karton mit den Figuren gelegt habe. Das ist ja komisch. Ich könnte schwören, da lag nichts drauf. Bist du sicher, Leo? Ja, der Deckel war nicht ganz zu. Warte. Warte mal. Denkst du, was ich denke? Ja!
Was denkt ihr? Es ist nur eine Vermutung, aber ein Versuch wert. Was ist ein Versuch wert? Es könnte sein, dass mein Handy in den Karton reingefallen ist. Okay. Ich hab's! Ja! Ja! Oh, jetzt versteh ich's endlich. Buddel, ich habe hier eine ziemlich eilige Lieferung. Gut gemacht, Leo. Und ab die Post. Wir haben den Karton. Ja! Ja! Ganz langsam, Heppo. So, die erste Reihe wäre fertig. Und jetzt die nächste Reihe, oder? Nein, nein, wir schalten die Reihe zuerst mal an. Ich will Bob damit überraschen. Kannst du die Bremsen lösen? Okay, mal sehen, ob's funktioniert. Das sieht aber komisch aus. Oh nein! Bob, sieh nur, wir haben vorausgedacht. Warte einen Moment. Die stehen zu dicht nebeneinander. Oh. Oh, oh. Oh je, meine hübschen neuen Windräder. Ich glaube, ich sollte die Bürgermeisterin über dieses Missgeschick informieren. Oh nein, jetzt sind die Drehdinger hin. Buggy. Oh, Bob. Ich wollte, dass in Zukunft noch mehr Winddrehdinger hier Platz haben. Darum habe ich Heppo gebeten, die Fundamente dichter zusammenzuschieben. Das war echt keine gute Idee. Du hättest dich an den Plan halten sollen, Buggy. Ich wollte einfach, weißt du, vorausdenken, weil Herr Brauer gesagt hat, dass wir das sollen. Es tut mir so, so leid, Bob. Also gut. Das Problem ist, dass wir jetzt nur noch drei heile Windräder übrig haben. Die erzeugen nicht genug Strom für das Meereszentrum. Und die Bürgermeisterin möchte die Windanlage heute Abend einschalten. Wir brauchen einen neuen Plan, Bob. Wenn wir bloß irgendwie Strom von der Sonne kriegen könnten, anstatt nur von diesen Winddrehdingern. Du meinst mit einer Solaranlage, Buggy? Oh ja, genau wie im Zoo. Das ist klasse. Ihr bringt mich da auf eine Idee. Aber wir müssen uns beeilen. Auf geht's, Team! Ich glaube, wir brauchen etwa nur die Hälfte der Erde, um die Gräben wieder aufzufüllen. Willst du nicht nachsehen, damit wir sicher sind? Gute Idee, Buggy. Vielleicht brauchen wir ein bisschen mehr als die Hälfte. Danke, Buggy. Gut aufgepasst. Schön, schön, schön. Ich habe gehört, es gäbe ein Problem, aber alles sieht gut aus. Herr Brauer, warum erschrecken Sie mich so? Bob macht seine Arbeit immer sehr gut. Oh ja, ich habe niemals an ihm gezweifelt. Sie kommen genau rechtzeitig, um alles einzuschalten. Danke, Bob. Wenn ich da nur mitmachen dürfte. Heppo! Oh, mein Schwingboden! Oh, Vaio. Senor de Souza, es tut mir so schrecklich leid. Ich bin viel zu groß und ungeschickt für so einen Schwingboden und werde natürlich auch niemals auf einem tanzen. Ich bring das wieder in Ordnung, versprochen. Ehrlich, das war ein Unfall. Und dabei wollte er so gerne tanzen. Erzähl es nicht weiter, aber als ich ein kleiner Junge war, ich hatte nicht die richtige Größe und Figur zum Tanzen. Ich habe damals alles umgestoßen. Wirklich? Das ist ja genau wie bei mir. Aber ich wollte unbedingt tanzen, mehr als alles andere in meinem Leben. Diesen Wunsch ließ ich mir nicht nehmen. Ich habe geübt, geübt, bis ich dann endlich der Superstar wurde, der ich heute bin. Du darfst deine Träume niemals aufgeben, Heppo.
Also, mein Tanzboden, könnt ihr das wirklich schaffen? Jo, wir schaffen das. Das ist so schön geworden. Es ist perfekt. Ich muss mich jetzt auf meine Vorstellung vorbereiten. Ich danke euch allen. Ich hoffe, du gibst niemals auf und bewahrst dir deine Träume. Oh. Ich glaube, das wird eine tolle Vorstellung. Simon! Wo ist meine Garderobe? Ich habe geprobt den ganzen Tag. Sehen Sie? Oh, hau mein Zeh. Oh. So können Sie keinesfalls tanzen, Barbara. Ach du meine Güte. Wie soll ich denn nun bloß die Show eröffnen? Oh. Was für ein Unglück. Wendy kann tanzen. Wirklich? Bob! Wendy, du bist echt gut. Ich habe früher einfach viel geübt. Dann ist es eigentlich ganz leicht. Also dann, Wendy, Heppo, packen wir's an. Ja, die Burg Bauheim ist ein besonders schönes Beispiel für mittelalterliche Baukunst. Es ist Hochhausens ältestes historisches Denkmal. Gibt es in Raventhal auch historische Gebäude, Bürgermeister Schmoll? Historische Gebäude? Ich kann solche alten Bauwerke nicht ausstehen. Ein Haufen bröseliger Steine, wenn Sie mich fragen. Oh, ja, natürlich. In diesem Punkt muss ich Ihnen recht geben. Aber Hochhausen hat auch einzigartige Neubauten, nicht wahr? Und genau diese wollten wir Ihnen als nächstes zeigen. Raus aus der Kiste mit den Pinguinen und ab ins Wasser. Viel Spaß, ihr Pinguine. Was für putzige Tiere. Die fliegen doch hoffentlich nicht weg, oder? Oh nein, das sind keine richtigen Flügelbuggy, das sind Schwimmflossen. Sie können schwimmen, aber nicht fliegen. Wie ich sehe, können sie auch hopsen. Ich glaube, denen gefällt's hier, Leo. Ja, aber sobald ihr neues Becken fertig ist, bringen wir sie zurück in den Zoo. Perfekt. Sehen Sie nur, dieses fantastische Stadion ist Hochhausens ganzer Stolz. Ja, wir hatten hier schon großartige Sportveranstaltungen. Ich habe kein Interesse an Sport. Immer im Kreis herumrennen, springen, in einem Ball nachjagen. Nein, das ist nicht mein Ding. Oh ja, verstehe. Sie mögen keinen Sport. Aber jetzt habe ich etwas für Sie. Das wird Ihnen sicher gefallen. Wir haben doch noch etwas, Herr Brauer, oder? Ja, ja. Diesmal werden Sie begeistert sein. Hier kommt die neue Scheibe, Bob. Hervorragend. Also, dann wollen wir mal. Wir müssen die Pinguine so schnell wie möglich in das neue Becken bringen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Husch, schnell zurück. Sei ein lieber Pinguin. Du hast einen übersehen, Buggy. Guck mal. Oh nein, doch nicht da lang. Nein, hey, bleib von der Straße weg. Vorsicht. Eins, zwei, eins, zwei. Klasse. Die Bürgermeisterin wird gleich hier sein, um zu sehen, ob alles fertig ist. Die Bürgermeisterin kommt? Toll. Dann kann ich ihr zeigen, weshalb ich der erste Held von Hochhausen sein sollte. Wir sind da, gnädige Frau. Danke, Philipp.
Frau Bürgermeisterin, im Namen aller Sportis Hochhausen möchten wir Betty als erste Heldin von Hochhausen vorschlagen. Oh, vielen Dank, Mila. Danke an euch alle. Ich setze Betty auf die Liste. Ich finde, es sollte mein Vater sein. Er ist klasse. Charlie, natürlich. Danke, Leo. Bob, möchtest du jemanden vorschlagen? Hallo, Frau Bürgermeisterin! Sehen Sie mich an! Sehen Sie, was ich alles kann! Buggy, pass auf, wir haben die gerade erst gelegt. Und wer denkt, das war gut, für den wird's jetzt sogar noch besser. Buggy, nein, stopp! Du meine Güte, was ist passiert? Buggy, du hast ein Stromkabel durchgetrennt. Oh, Bob, das wollte ich nicht. Es tut mir so leid, Bürgermeisterin Baugroß. Das ist ja furchtbar. Was ist jetzt mit der Auszeichnung? Seien Sie unbesorgt. Ich bin sicher, wir kriegen das rechtzeitig wieder hin. Wendy? Sieht echt schlimm aus. Wir brauchen bis morgen, um das zu reparieren. Stimmt. Hört zu, Leute. Wenn wir wieder Licht und Ton haben wollen, müssen wir wohl den Notstrom einschalten. Wendy, Leo, Buddel, ihr wechselt die Gehwegplatten aus. Buggy und ich fahren zurück zur Werkstatt. Also dann, Team, können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Oh, ich danke dir, Bob. Frau Bürgermeisterin. Test, 1, 2, 1, 2. Darf ich bitten, Frau Bürgermeisterin? Meine Damen und Herren, liebe Mädchen und Jungs und Fahrzeuge. Oh. Ich freue mich, den Namen unseres allerersten Helden von Hochhausen bekannt zu geben. Es ist jemand, den ihr alle kennt und mögt. Jemand, der uns allen immer hilft und der immer da ist, wenn man ihn braucht. Und nun enthülle ich, wer auf dem allerersten Stern zu sehen ist. Danke sehr. Bob, der Baumeister. Da kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Anton! Mixi? Wo sind mein furchteinflößender Hut und mein Degen? In der grünen oder der roten? Mixi, ich brauch noch Beton. Ich komm gleich, Leo. Dein Kostüm ist, glaube ich, in der grünen Kiste, Anton. Bist du sicher? 100%! Mixi! Bin gleich wieder zurück, Piraten. Wo war ich? Ach ja, hier kommt der Pirat, den wir alle fürchten. Captain Kraftkeks, der scheußliche Seeräuber. Ich mag deinen furchterregenden Piratenhut, Captain. Hä? Was ist da so lustig? Wer es wagt, sich mit mir anzulegen, macht gleich Bekanntschaft mit meinem scharfen Degen. Nein, 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 das ist das falsche Kostüm. Nimm das und das. Das ist eine Katastrophe. Stopp, stopp. Die Kostüme sind in der roten Kiste. Verflixter Endhaken. Upsi. Seid ihr alle okay? Ja. Ja. Uns ist nichts passiert. Gut. Aber ich denke mal, wir sollten die Proben jetzt lieber unterbrechen, bis Herr Brauer wieder zurück ist. Wow, Mixi, du hast ganz schön was angerichtet. Macht euch keine Sorgen, Leute. Das bringe ich bis heute Abend in Ordnung. Versprochen. Hallo, da bin ich wieder. Oh, ist es hier noch nass? Das wird gleich trocken sein, Herr Brauer. Das ist schnell trocknender Zement. Vorzüglich. Das sieht gut aus, Bob. Hä? Moment mal. Das ist langsam trocknender Zement in den Säcken. Oh, oh. Herr Brauer, bleiben Sie da stehen. Gehen Sie nicht weiter. Wie? Ja, oh, 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 nein, nein, halt, halt. Oh, nein.
Oh, könnte vielleicht jemand meinen Po aus dieser Kiste befreien? Ich will ihn nicht ewig sitzen. Das tut mir so leid. Ich war von dem Stück so abgelenkt, dass ich für Leo den falschen Beton gemischt habe. Ach, Mixi. Der aus langsam trocknenden Zement wird vor morgen nicht fest sein. Wie kommen die Zuschauer auf ihre Plätze? Es geht in knapp 2 Stunden los. Wir müssen die Vorstellung ausfallen lassen. Oh. Tut mir leid, Leute. Die Vorstellung ist zu Ende, bevor nur ein einziger Pirat über die Planke gegangen ist. Das ist es. Wir bauen einen Bretterpfad über den nassen Beton wie echte Planken. Eine super Idee, Mixi. Danke, Charlie. Meine neuen Scheinwerfer sind super. Jetzt flackert gar nichts mehr. Hier sieht niemand den Elefanten. Alle sind im Einkaufszentrum. Hallo, Rudel. Hallo. Wow, cooler Elefant. Sag mal, hast du schon bemerkt, dass der Lack verkratzt ist? Das war ein Missgeschick. Ich wollte es Bob sagen, aber dann habe ich gedacht... Und hier ist Bob. Bitte bring den Elefanten zum Einkaufszentrum. Ende. Oh, was soll ich bloß tun? Keine Panik, Buddel. Da ist doch nur etwas Farbe ab. Zeig es Bob. Er wird's verstehen. Es war ein Unfall. Was ist los, Buddel? Wo bleibst du? Aber ich fühle mich schlecht, ihm das zu sagen. Was? Schlechter als jetzt? Oh, nein, du hast recht. Danke, Rollo. Buddel hier, Bob. Ich bin unterwegs. Wir sind gleich da. Betty, Sophie darf den Elefanten auf keinen Fall so sehen. Ich muss unbedingt vor ihnen da sein. Bob kriegt das schnell wieder hin. Ist das Buddel? Ja. Und er ist echt schnell unterwegs. Alle aus dem Weg. Jetzt! Fahr langsamer, Buddel. Sofort! Oh, oh, oh. Oh, ich kann nicht bremsen! Pass auf! Oh, oh je! Huh? Nanu? Oh nein! Seht euch meinen Elefanten an! Es ist fast 5 Uhr. Die Leute vom Fernsehen kommen gleich. Oh, ich hätte lieber gleich Bescheid sagen sollen. Dann hätten wir den Elefanten neu lackieren können. Oh, ich habe alles viel schlimmer gemacht. Komm, Sophie, nicht traurig sein. Den kriegen wir wieder repariert. Packen wir es an. Bob, ich glaube, ich habe Herrn Rüssel im Park gefunden. Aber ich habe ihn dort gelassen. Dann hol ihn doch einfach, sobald wir fertig sind. Sophie wird sich ganz bestimmt freuen, wenn sie ihn wieder sieht, hä? Und auf geht's! Alles okay, Leo? Ja. Oh, der Wettkampf der Boards wird eine Katastrophe. Was hältst du von ein paar Skateboard-Tipps? Oh ja, bitte, Bob. Ich wusste gar nicht, dass du skaten kannst. Nicht von mir, von Wendy. Sie hat 3-mal den Hochhausen-Pokal gewonnen. Oh, 4-mal eigentlich, aber egal. Komm hoch, steh zuerst mal auf. Knie beugen, die Arme ausstrecken fürs Gleichgewicht. Genau richtig, Leo. Und jetzt das Gleiche auf dem Board. Oh. Jetzt nimm den hinteren Fuß, um dich abzustoßen. Oh. Ha! Ja! Oh. Alles klar. Ich bin echt gut, oder? Du lernst schnell. Jetzt bringe ich dir bei, wie man wieder bremst. Bremsen? Oh ja, das hätte ich fast vergessen. Hallo, Leo. Was machst du da? Oh, ich zeig Wendy gerade ein paar von meinen coolen Skater-Tricks. Ist das wahr, Leo? Der Skaterpark ist fertig. Sporties, der Wettkampf der Boards kann losgehen. Fertig, Leo?
legen wir los! Ja, dann pass mal schön auf. Der Skatepool? Leo, warte! Oh nein! Oh, wie bremst man doch mal? Pass auf! Nein! Vorsicht! Oh nein! Geht es dir gut, Leo? Ja, danke, Wendy. Alles in Ordnung. Aber was ist mit dem Skatepool? Oh nein, der ist erledigt. Genau wie unser Video. Oh, tut mir leid. Ich hätte da nicht reinfahren dürfen an meinem ersten Skatertag. Moment mal, das war dein erster Tag auf einem Skateboard? In etwa. Irgendwie, ja. Nicht traurig sein, Sporties. Ich denke, da lässt sich was machen mit dieser neuen Ladung Beton. Fahrzeuge kommen klar in dem Sturm, Bob. Keine Sorge, die schaffen das. Wo ist Herr Brauer? Ich bin immer noch aus Metall, Herr Brauer. Ach, richtig. Entschuldige, Philipp. Seid ihr alle okay? Uns geht's gut. Ich hatte ein schönes Nickerchen. Ich war noch nie so dreckig. In meinem ganzen Leben nicht. Alles in Ordnung, Bob. Gut, dann sehen wir uns jetzt mal die Sandskulpturen an. Ja! Was für ein Glück. Wie lange haben wir denn Zeit, sie fertig zu machen? Nur 10 Minuten. Diesmal bin ich ganz sicher. Was können wir in 10 Minuten machen? Das ist fantastisch. Danke. Also die Idee kam von Papa. Gut gemacht. Wunderschön. Super! Sehr beeindruckend. Fantastisch! Das habt ihr toll gemacht, wirklich. Also? Tada! Oh. Egal, dabei sein ist alles, was zählt. Hä? Also, Wendy, ich glaube, Sandskulpturen zu bauen ist nicht so unsere Sache. Wir kommen jetzt zur Auszeichnung unserer Gewinner. Leo und Charlie. Ja, gut gemacht. Gratuliere. Dankeschön. Entschuldigung, Frau Bürgermeisterin. Hier ist ein Wasserhahn, da können Sie Ihre Hände waschen. Sehen Sie mal. Was ist das? Es sieht aus wie ein Geist. Was ist denn hier los? Es ist der Geist! Es ist der Geist!
Oh nein! Was habe ich getan? Der Geist kommt! Ihr müsst zurückfahren! Jetzt! Oh nein, wie kriegen wir den nur wieder? Das ist alles meine Schuld. Ich habe eine Idee! Ich hab's geschafft. Ich bin der Geisterjäger. Das hast du toll gemacht, Heppo. Es tut mir sehr leid, Bob. Ich hätte den Geist nicht fallen lassen dürfen. Ich hatte nur solche Angst. Und jetzt warst du wirklich sehr mutig. Ich bin stolz auf dich, Heppo. Danke, Bob. Ich hab neue Seile dran gemacht. So fliegt uns der Geist nicht noch einmal davon. Und die Kiste stellen wir besser an einen sicheren Ort. Dann brauchst du das hier. Charlie, es waren deine Schlüssel, die geklirrt haben. Und es war die Kiste, die geknarrt hat. Ich habe mir gruselige Dinge vorgestellt, dabei gab's die in echt gar nicht. Ja, das stimmt, Heppo. Es gibt keinen Grund, sich an Halloween zu fürchten. Es geht um gruselige Dinge, die lustig sind. Ja, jetzt habe ich das verstanden, claro. Danke, Bob. Oh, oh, ich kann's gar nicht abwarten, bis das Fest anfängt. Dann lasst uns alles in Ordnung bringen. Was ist passiert? Ich habe mir einen Spaß mit Heppo erlaubt, aber ich glaube, es war wohl ein Kaboom zu viel. Buggy, du solltest keinen Quatsch machen, wenn wir Häuser abreißen. Ich weiß, Wendy, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Und jetzt sieh dir an, was ich getan habe. Jetzt haben wir ein Problem. Der Schornstein hat auf der Seite ein Loch. Wenn wir ihn sprengen, fällt er auf die Straße. Oh nein! Heißt das etwa, du kannst ihn nicht sprengen, Bob? Wir können ihn nur mit Sprengstoff sicher zum Einsturz bringen, Heppo. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass er zur richtigen Seite fällt. Also müssen wir erstmal das Loch dicht machen. Wir müssen ein Gerüst bauen, um da ranzukommen. Wir helfen euch, Bob. Ja, und ich mache auch keinen Quatsch mehr. Das verspreche ich. Okay, Team. Um den Schornstein müssen wir uns zuerst kümmern. Wir beeilen uns, aber wir sind vorsichtig. Verstanden, Bob. Verstanden, alles klar, Bob. Gesichert, Wendy. Sehr gut, Freunde. Und der Kasten da macht den großen Knall? Das ist der Zünder, der die Sprengung auslöst. Wir müssen nur die Kabel anschließen und dann kann es losgehen. Okay. Keine Sorge, das Kaboom wird sicher nicht so laut sein, wie du denkst. Heppo, es tut mir leid, dass ich dir Angst gemacht habe. Das wollte ich nicht. Ist schon gut, Buggy. Aber ich muss mich darauf vorbereiten, weißt du? Super Idee. Tief atmen, ein und aus. Denk an was Schönes. Zum Beispiel Kätzchen und Häschen? Ja, ganz genau. Ist alles fertig. Schalte den Alarm ein, Wendy. Es geht los. Alle zusammen. 5,
5, 4, 3, 2, 1. Geschafft, Bob. Gute Arbeit. Keine Sorge, Jenny. Nur ein kleines Problem mit den Steinen. Bob kriegt das schon wieder hin. Was ist passiert, Buggy? Es tut mir so leid, Bob. Ich wollte dem großen wilden Bären einen großen hohen Berg bauen, auf dem er sich richtig wohlfühlen kann. Entschuldige, Bob. Es tut mir auch sehr leid, Bob. Ich hätte es wissen müssen. Nein, Heppo, ich habe euch dazu überredet, ihn höher zu bauen. Es tut mir leid, das ist alles meine Schuld. Jenny ist ganz verzweifelt. Ich hoffe, du hast einen Ersatzplan, Bob. Ich hatte den Berg nicht so hoch geplant, wie Buggy ihn wollte. Aber ich finde seine Idee gut. Prima! Ja? Und? Wenn wir Kies und Beton für den Untergrund wählen, anstatt Kies und Erde, könnten wir 4 verschiedene Ebenen bauen, statt 3. Kannst du uns den Zement bringen, Schleppo? Ich mach mich gleich auf den Weg. Und dann hole ich den Bären. Danke, Schleppo. Immer gern, Bob. Und wir werden jetzt alle besonders hart arbeiten, um fertig zu werden. Das werden wir tun, Bob. Was immer du sagst. Du kannst dich auf uns verlassen. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Gute Arbeit, Team. Was hältst du von unserem neuen Bergbuggy? Viel größer und besser, als ich es mir je vorgestellt habe. Du bist einfach klasse. Er ist da! Er ist da! Der Bär ist angekommen. Oh, Bob, das ist wunderschön. Ich danke dir vielmals. Diese Kiste ist ja riesengroß. Da muss ein großer wilder Bär drin sein. Wenn er da drin ist, ist er aber sehr ruhig. Wir werden ja sehen. Hebst du ihn in sein Gehege, Heppo? Klaro, Bob! Wo ist der Bär? Oh, ist es ein wilder Bär? Da ist er. Okay, Team, ihr habt's gehört. Packen wir es an! Kommt und lernt uns alle kennen. Das Team sind viele Hits. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein. Jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, Team, Team. Halt ihn ganz ruhig, Heppo. So, fertig. Ein viereckiger Stahlrahmen, an dem wir den Fernseher aufhängen. Und was kommt als nächstes, Leo? Lass mich nachsehen. Juhu, Heppo! Du ahnst nicht, was passiert ist. Ich hatte gerade eine super-duper Idee. Wir hängen Banner auf für die Sportis Hochhausen und mich. Aber dazu brauchen wir deine Hilfe. Oh, ich helfe natürlich sofort. Wunderbar, dann bitte hier entlang. Gut, Heppo. Als nächstes müssen wir an der Rückseite vom Rahmen 1, 2 Stützen anbringen. Heppo? Wo ist der hin? Also gut, dann werde ich die Rahmenstützen eben allein bauen. Was soll's? Wow, der
ist ja wirklich groß. Ob die Fernbedienung auch so groß ist? Genau genommen hat dieser Fernseher keine Fernbedienung. Mein Tablet wird ein Signal empfangen und es zum Fernseher senden. Und dann schauen wir das Quiz auf dem Bildschirm. Wow! Hier, ich zeig's euch. Hast du wieder dein Passwort vergessen, hä? Huh? Das kennt doch jeder. Ja, Baumeister Nummer 1. Oh, Bob. So, alle Banner sind aufgehängt. Schlagt ein, Leute. Oh, schlag ein. Danke, Frau Bürgermeisterin. Ich find's echt cool, dass Sie an die Banner gedacht haben. Cool? Was, ich? Wie wär's dann mit noch einer super-duper Idee? Was haltet ihr von einer Popcorn-Maschine? Ich ruf Fritti an, dann kannst du sie gleich abholen, Heppo. Claro. Oh, das heißt, du hilfst uns? Naja, bei Leo scheint alles zu laufen. Also klar, ich werde euch helfen, natürlich. Los, Heppo! Oh, Heppo, gut, dass du kommst. Ich habe Probleme damit, den Rahmen gerade zu halten.